eine Rumpflänge von 2,20, 2,70 und 3 Meter. Die Variante mit 2,70 Meter ist eine Messeneuheit. Kommt natürlich auch mit. Einfach mal eine Minute lang die Luft anhalten. Genau, ihr dürft gerne mal klatschen für alle, die Modellflugzeuge schon mal pilotiert haben. Die wissen, dass so ein Traum nicht einfach ist. Noch dazu mit dem Turbinenjet. Ich persönlich habe es noch nie probiert, habe mir aber sagen lassen, das ist wie wenn man versucht, einen großen, schwer beladenen Teller auf einer Fingerspitze zu balancieren. Also erfordert Skills. Direkt nach dem Flug der Matrix. Es kann sogar sein, dass wir zusammen rausgehen. Und hier die große FC-1 mit 3 Meter Rumpflänge kommt flugfertig bei einem Gewicht von knapp 15 Kilo raus. Selbst geht auch mit Schubvektorsteuerung. Und ich muss gerade mal schauen, wer sie fliegt. Ich glaube, das ist der Rio, der sie fliegt. Wenn dessen gibt es, dann ist sie sogar 3. Okay, wow. Dann geht schon die zweite raus. Zack. Und die dritte hebt auch ab. Ich muss es mal von hier gucken, ob ich es sehe. Ah, okay. So, also eine... Jesus Christ, das ist wirklich die was los am Himmel gerade. Eine FC1, ich kann gerade selber nicht sehen, welche es ist. Genau, das ist die, die quasi gerade auf 12 Uhr vor uns liegt. Wird pilotiert von Martin Pickering. Die junge Generation. Die jüngere Generation kennt ihn selbstredend. Oh ja!